Hallo YouTube, willkommen zurück zu einer fantastischen Folge Zuschauer-Ricks. Nachdem wir in der letzten Folge schon wieder sehr viel RGB gesehen haben, viele Upgrades von ich sitze im Gartenstuhl vor meinem Fernseher im Wohnzimmer zu Triple Screens, werden wir mal gucken, was wir heute so Fantastisches finden im Discord. Lasst uns loslegen. Der erste ist Godzilla. Gucken wir doch mal rein, was Godzilla gemacht hat. Ui. Oh. Okay. Warte mal kurz. Ist das hier kompakt gebaut, dass man nicht so viel Platz... Oh, Godzilla ist einfach smarty-smart, Junge. Da sind sie wieder, die Leute. Da sind sie wieder, die Leute. Ich habe keinen Platz. Naja, Godzilla so... Haha, holt mal Bier. Ah, guck mal, krass, das wird dann alles schön Oh Mann, das ist ja geil, ey. Godzilla, 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 Junge. Und dann steht das so im Lager... Mal, ich liebe Leute, die ihre Probleme mal angehen und einfach in Anführungsstrichen lösen. Das ist ja richtig cool. Godzilla, sag ich, wie es ist. Das hier wird von einigen Menschen das Leben verändern. Im positiven Sinne. Weil die Idee mit dem Zusammenschieben habe ich auch noch nicht gesehen. Stello, meine kleine Simracing-Reise. Ah ja. Das habe ich bis heute noch nicht verstanden, wie man sich als Mann so ein Ding zwischen die Beine stecken kann. Das habe ich bis heute noch nicht verstanden. Da wäre also das... Nee. Was stellt man denn hier für einen Pfoff ein? 8 Milliarden? Bei der Entfernung zum Bildschirm? Ah, das sieht aus wie Formel 1, ne? Ja. Aber es ist trotzdem cool. Also ich meine, es ist besser als... Oh, okay. Alrighty then. Huch, ich bin so ausgerutscht mit meiner Kreditkarte. Ei, Karamba. Das ist wirklich sehr schön. Vor allen Dingen auch optisch wieder so aufgeräumt, ne? Dieser Mittelknüppel nervt echt her beim Playseat. Ja, McQueen, das denke ich auch, dass der ein bisschen nervt. Aber gut, ich sag mal so, es ist immer noch besser als am Schreibtisch fahren. Also wird man sich damit auch schon arrangieren können. Aber hier, guck dir mal das Upgrade an. Holy shit, da hat aber einer mal ein bisschen ins Täschle gegriffen. Vor allem hier liegen da ja auch noch mal ein paar Wheels im Schränkle drin. Nicht schlecht, Herr Specht. Oh, die Pedale. Ich finde das immer krass, dass Leute die Pedale so stellen. Das finde ich... Also da muss echt viel Raum sein, was Sehnen angeht. Aber das ist wirklich schön. Wow. Vor allen Dingen ist die optisch die Ecke wirklich auch sehr, sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. Dass du raus, haben wir nicht gesehen. Was? Oh, ja, doch. Schön. Also Stello, fantastisch. Andrew ist, also Andrew wird, denke ich, jemand sein, der den Monster Turn 1 rauffährt in irgendwie so ein, zwei Rennen wahrscheinlich und das liegt daran, dass er Fußball guckt nebenbei. Nur eine Vermutung. Also wir sehen hier ganz klare Prioritäten, Freunde der Sonne. Hier war mal so ein Bereich zum Fernseh gucken. Jetzt ist es ein Bereich für, ich fahre jetzt Rennen. Andrew hat den Wandel durchlebt. Oh, so eine Dinger finde ich so geil. Hätte ich auch selber super gerne. Schön. Ach, das ist hier sogar noch mit einem Schreibtisch. Oh, Andrew hat wirklich, also Andrew hat alles gegeben, so ein bisschen umzubauen. Schön. Also wirklich schön. Schön noch mit Buttonbox dazu. Yo. Das ist schnieke Andrew. Die Bauzeit, DIY, das ist wirklich gut geworden, Andrew. Sag ich, wie es ist? Wheezy. Was haben wir denn bei Wheezy? Wheezy hat irgendeine Marke überklebt. Ah, Next Level Racing hat er überklebt und Moser. Oh, du hast den Shifter? Oh, der wird in Russland gebaut. Das ist ein übelst geiles Ding, ey. Den wollte ich mir damals auch mal kaufen. Aber dann habe ich mir den von Another Way gekauft. Der ist richtig geil. Da bin ich ja positiv neidisch. Ey, das ist auch so, ich habe nicht so viel Platz, ne? Aber ich möchte mein Hobby frönen. Hier auch super smart mit dem Bildschirm, den wird er wahrscheinlich rumdrehen können. Nice, Wheezy. Das finde ich cool, Wheezy, wirklich. Das ist schön geworden. Das ist wirklich schön geworden, Wheezy. Sebastian Valverde. Mein Rig wurde nochmal etwas eskaliert. Also ich sag mal so, ich sehe hier noch nichts Eskaliertes unter uns.
Der Teppich ist es auf jeden Fall. Der Teppich ist es, my brother. Aikaramba, das ist ja interessant hier. Dass das da drüben, okay. Dass man, achso, wir sind im LMP 3 und sitzen auf der rechten Seite. Ja. Oder? Nee. Ist das noch was anderes? Das sieht so, nee. Doch, I don't know. Aber es ist schön. Es ist schön aufgeräumt und ordentlich. Technical P. Was haben wir denn bei Technical P? Technical P. Oh, das finde ich so interessant, dass Leute das machen, dass sie ihre Bildschirme daran bauen, ne? Aber das sieht auch sehr aufgeräumt. Vor allen Dingen sieht das übel hoch aus. Also vom Aufbau her sieht das übel hoch aus. Boah, das Tastaturtray einfach riesengroß. Kannst du den Laptop drauflegen? Oh, hier schön alles mit Kabelmanagement. Da hat sich einer wirklich sehr viel Mühe gegeben. Da hat sich jemand sehr, sehr viel Mühe gegeben. Das sieht auch ganz schön aus. Also ordentlich aufgeräumt alles. Aber ich sag's, wie es ist, ne? Wir werden Technical P werden wir auch noch mal sehen, Leute. Wir werden Technical P auch noch wiedersehen. Och, Dom Schmitz! Dom Schmitz! Oh, siehst du, Dom aber ganz entspannt unterwegs. Das ist, also das ist ja schon fast, wie sagt man denn, Einsteiger-Rig, könnte man sagen? Ja, ne? Schön mit Stuhl, nee, mit Tisch als Monitor-Stand. Ich meine, warum nicht? Es funktioniert. Das ist geil. Schön simpel und funktionieren. Wie sagt man immer so schön? Muss nicht schmecken, muss wirken. Was haben wir denn hier? Von Playseat und... Nee, weiß ich mal. Oh, das sieht aber schon fast noch stabil aus. Mit Rohre. Aha. Das sieht sehr stabil aus. Das Rig. Monitor Stand einzeln. Das, das, okay, alrighty then. Alter Verwalter, da, oh, da hat jemand 1-2 Mark 50 in Hand genommen. Das ist ja ganz kleines Upgrade. Wow. Das ist ein sehr kleines Upgrade bei Domschal. Jupp. Domschal hat auf jeden Fall ein sehr kleines Upgrade gemacht. Das ist, doch. Und das ist noch das alte Setup. Hör auf zu flunkern, Maga. Hör auf zu flunkern, weißt du? Hier vorne kommt so, oh ja, ich habe eine SimuCube 2 Pro und jetzt warte, ich mach nochmal ein Bild im Dunkeln. Jetzt hängt hier eine CSL-DD dran. Nee. Du brauchst uns nicht verarschen, Domschal. Wir haben alles schon gesehen, mein Freund. Hier. Wir haben für alles Augen. Aber es ist wirklich eine schöne Ecke geworden, Domschal. Das hast du wirklich sehr schön gebaut. Schön aufgeräumt alles. Das sieht sehr schnieke aus. Alrighty. Moog. Was haben wir denn hier? Das sieht wild aus. Wir haben hier Shifter. Und hier wird Rallye gefahren. Wir haben Knob Sounds. Das heißt, wir werden hier irgendwo auch... Wir werden hier irgendwo auch was haben, was Bum-Bum macht. Ah, hier sind welche dran und da sind welche dran, so wie es aussieht. Ja. Und hier ist auch noch irgendwo einer dran. Rücken. Ah, sogar die ganzen Kabel noch beschriftet. Aber hier wird auch noch VR gefahren. Okay, okay. Hier sind die Shaker mit angebaut. Alrighty. Ui, was ist denn das? Oh, da hat jemand sein Quick Release geupdatet, so wie das aussieht. Ja. Wild. Also ich sag mal so, ich finde das sehr, sehr interessant, diesen Aufbau hier. Sag ich, wie es ist? Oh, da hat jemand Katzen. Okay, wir fahren also PlayStation. Also das ist, ich würde mal fast behaupten, hier hat jemand das Maximum aus seinem, aus seiner Konsole rausgeholt. Schön, schön. Oh, der sitzt sogar noch beklebt und alles. Moog, nicht schlecht, mein Freund. Nicht schlecht, mein Freund. Eigentlich ganz gut zurechtkomme und dass eher ein Hobby-Racer bin. Ja, wir sind alle Hobby-Racer. Ah ja. Hier kann man... Ah, hier für die ganzen Thrustmaster-Leute da draußen. Moog hat... Ich glaube, es ist Moog, ne? Ja, Moog muss das sein. Moog hat ein paar... Ein bisschen Knowledge gedroppt. Wo man was hierher kriegt und so. Mhm. Michael. Okay. Michael, warum schickst du uns Screenshots von deinem Handy? Maga, du sollst uns das Foto schicken. Au, oh, weil es zu groß ist wahrscheinlich. Ja, so erkennen wir leider nicht viel, Michael.
Simracing. 23 von 406,50 von... Ja, du, Michael, tust mir einen Gefallen, mein Sonnenschein, schickst du mir nochmal die Bilder? Weil ich möchte dein Cockpit sehr gerne sehen. Also will ich wirklich. Und du fährst sehr gerne Ferrari. Und hast den Ferrari nachgebaut. Also, falls das möglich wäre, Michael, kannst du mir bitte die richtigen Bilder reindonnern und nicht Screenshots von deinem Handy? Da würde ich mich wirklich sehr drüber freuen. Du scheinst eine ziemlich schöne Arbeit hier geleistet zu haben. Mit Cockpit und allem Pipapo. Bitte. Tu uns den Gefallen. Das sieht schon wirklich wild aus. Makun. Das haben wir gestern komplett in einem ganzen Video gesehen. Makun hat dazu ein komplettes Video und zeigt sein Setup. Das ist ja sogar noch die alte Wheelbase, ne? Ja. Ja, das ist noch die alte Wheelbase. Das ist schon schön, was Makun hier gebaut hat. Das ist aber auch nicht mehr aktuell. Das ist nicht mehr aktuell. Also, falls ihr das Setup hier sehen wollt, das gibt es bei Makun auf dem YouTube-Kanal. Könnt ihr euch das komplett angucken. Da geht er das durch und zeigt das auch alles mal. Hopper! Was haben wir denn bei Hopper? Okay, Hopper hat ein SFX 1000. Ja, ich glaube, das ist ein SFX 1000. Ich finde das... Wisst ihr, was ich immer super interessant finde? Müsst ihr mal drauf achten. Es gibt ganz viele Menschen, die haben so richtig abgefahrene DIY-Sachen gebaut. Ne? Also so SFX 1000 und super viel Klimbim außenrum. Und sind super technisch versiert. Und die fahren gefühlt, und das meine ich jetzt nicht abwerten, das fahren gefühlt 90% der Leute fahren Fanatec. Das finde ich richtig krass. Ne? Also hier, du hast ja, hier sind ja die Steuereinheiten drin für SFX 1000. Und das ist schon auch schnieke gebaut alles hier. Und dann hast du hier eine Fanatec-Wheelbase dran. Das ist echt krass. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Aber das ist wirklich schön. Ehrlich, Hopper. Also das sieht nach einer unglaublich tollen Arbeit aus. Sag ich dir, wie es ist, du. Würde ich auch nehmen. Vor allen Dingen, normalerweise bin ich ja so ein Typ, der gerne schwarze Aluprofile mag, ne? Aber ich finde, bei deinem Rig, in deinem Raum, Silber steht da schon echt gut. Das ist wirklich eine schöne Arbeit, Hopper. Razer XP. Razer XP hat das Schreibtisch-Game einfach durchgespielt. Der hat da nämlich noch Anbauten dran. Das ist ja richtig geil. Vor allen Dingen auch hier, wie es aussieht, im Treppenhaus. Mit Anbauten und dem ganzen Pipapo, Pipapo. Das halt einfach nur in den Stand. Schreibtischstuhl eingeloggt und ab geht's. Aber hier auch mit Lampen, Licht und dem ganzen... Das ist halt richtig krass. Und dann wird das auch noch weggebaut? Du, ich sag's, wie es ist, Razer, ne? Funktioniert? Ist gut? Oh. Oh. Wenn eine Bilderreihe so losgeht, dann wissen wir... Wir wissen alle, was gleich kommt. Okay. Also das ist Razer mal gewesen. Muss man dazu... Mal gewesen? Razer ist jetzt... Hier, da. An dem Punkt. Maga, was hast denn du für eine Aussicht? Gönn dir. Also Razer, ich sag's dir, wie es ist, ne? Ich habe keine Ahnung, ob irgendjemand mit dir InDesign gemacht hat oder so. Aber holy shit, ist das ein schöner Raum. Das ist wirklich ein unglaublich schöner Raum, den du da hast. Also da ziehe ich meinen Hut vor. Das ist wirklich ein unglaublich schöner, erwachsener, aufgeräumter, ordentlicher Raum. Was für eine unglaublich
tolle Arbeit. Und wir kommen von hier, also wir haben mal, also wir haben mal hier angefangen, so. Und dann sind wir nach hier. Maga! Also da möchte ich einmal klappen. Und das gönne ich dir von Herzen. Wirklich. Was für ein unglaublich schöner Raum. Besonders Positives anzumerken, dass meine Freundin schockiert war, dass ich schwarze Tapeten haben wollte. Am Ende der Bauarbeiten war sie beeindruckt, wie schick und modern alles aussieht. Also mein Einrichtungsstil kann also gar nicht so schlecht sein. Aha! Razer hat das selber gemacht. Gut, dass ich das noch gelesen habe. Razer, wirklich absolut fantastische Arbeit. Sage ich dir, absolut positiver Neid, wenn ich mir meine Räuberhöhle angucke. Weezy kommt nochmal mit dem Upgrade um die Ecke, so wie es aussieht. Oh, Weezy. Stramme Schenkel, mein Freund. Weezy, Peasy, stramme Schenkel, Alter. Ui. Oh, Weezy hat sich noch einen Monitor geklaut von drüben. Weezy ist umgezogen, glaube ich, so wie es aussieht, ne? Oder hat er die Seiten gewechselt? Ich glaube, sowas in die Richtung, ne? Ah ja, hier wird ne... Also, ich sehe, Weezy kommt nochmal. Weezy kommt nochmal, Chat. Hier wurde nochmal durchgefegt vorher. Weezy, wir warten nochmal, ne? Ich habe ein wenig umgestellt. Ja, Weezy, wir warten noch auf dich, Weezy. Wir sehen dich, glaube ich, in einem halben, dreiviertel Jahr. Yeah, wow. Ich sehe dich nochmal. Ja, doch, Weezy. Alrighty. Oh, Hunky. Hunky, die alte Baustute. Hunky und Hucky, die beiden, die sind viel am Bauen. Sehr viel am Bauen. Okay, wer isst denn bitte Chips? Hunky, also du bist wirklich ein Dreckschwein. Kannst du bitte aufhören, Chips und Süßigkeiten in deinem Rig zu essen? Das ist ja ekelhaft. Kannst du deine Hardware bitte mal ein bisschen, you know? Und das meine ich jetzt mit ganz viel Liebe und Zuneigung zu dir. Hör auf, sowas zu machen. Was soll denn das? Du Ekelhafter. Und ich weiß, dass du das verstehst. Oh, hier wird E-Roller gefahren. Das sieht so nach Plattenbau aus, ne? Oh, hier ist auch noch ein schöner 3D-Drucker. Alles klar. Gibt es da so ein Stück grün, der Rest weiß? Aber du, Hunky, schön. Warte mal, du designst in deinem... Ach nee, das ist nur der Slicer. Das ist nur der Slicer, okay. Aber ist auch schön. Das ist auch schön, was Hunky da hat. Hat sich ein bisschen was getan? Ja, bei dir hat sich so einiges getan, Hunky. Hunky ist ja auch mal so ein Prozess. Oh, was haben wir denn hier? Frank. Oh. Frank wird wieder so eine Geschichte, Chat. Ich habe das Gefühl, Frank Engelhardt wird so eine Geschichte. Ey, Frank, ohne Scheiß, ne? Ich sag's dir, wie es ist. Ist mir scheißegal, ob Leute lachen oder was auch immer sie sagen. Aber das hier, wenn es funktioniert, ist kein Fusch. Richtig geil, Frank. Ohne Witz. Ich glaube, Frank arbeitet ein bisschen häufiger mit Holz, so wie es aussieht hier. Wir wissen alle, also wirklich, ohne weiter zu gucken, und das sage ich jetzt mal so aus dem Bauch raus, wir wissen alle, wo das hier enden wird. Frank hat einen Traum. Frank hatte einen Traum. Oh, das steht alles auf der Dings, ne? Ja. Das steht auf Rollen zum Rausziehen. Nein. Ist auch ein GSE-Rig, das stimmt, ja. Oh, hier sogar mit Autositz. Die Evolution geht weiter. Frank hat einen Traum-Chat. Oh, Neverlift, die habe ich auch. Oh, hier. Ganze Paket. Die habe ich auch noch da. Der ist zum Geburtstag geschenkt, richtig von Stuhlsen. Kuss geht raus an der Stelle. Ah ja. Frank hat einen Traum. Ach, wie geil. Das ist einfach ein Regal, was er in die Ecke geknallt hat. Oh, sogar Polsetter-Handschuhe. Moratnes-Handschuhe. Da ist jemand Fan. Mit einer Simucube-Wheelbase mittlerweile. Frank hat einen Traum. Frank hatte einen Traum und hat sich den erfüllt. Und die Not hat er erfinderisch gemacht. Ich würde gerne wissen, wie alt Frank ist. Oh, wie geil. Hier ist ja sogar noch die Gurthalterung dran. Wie geil ist das denn, ey? Nö. Also sag ich dir, wie es ist, Frank? Fantastisch. Wirklich, wirklich gute Arbeit. Franzolo ist das. Oh, Franzolo. Also wirklich von hier nach hier. Da mache ich einen Klepper. Da mache ich einen Klepper. Das ist ja richtig schön. Haben wir noch eine Folge? Ja. Wir haben noch eine Folge. Damit würde ich das mit Franzolo, aka Frank Engelhardt, würde ich das jetzt hier abschließen. Und wir sehen uns gleich noch
In der nächsten Folge wollte ich gerade sagen, wieder, weil wir das ja live on stream machen. Aber bei dir, du siehst die nächste Folge dann in den kommenden Tagen. Ich hoffe, du konntest dir genauso wie ich so ein paar Inspirationen holen. Ich finde das ja wirklich immer ganz toll, in euren Büros mal so rumzuschnüffeln und mal zu schauen, was ihr da alles so Fantastisches macht. Und einige von euch da draußen, die hauen mich wirklich jedes Mal von den Socken. Eigentlich so jeder, der dieses Hobby frönt und da reinkommt und Fotos davon zeigt, wie er mal angefangen hat. Und wir haben wirklich alle irgendwann mal komisch angefangen oder klein angefangen. Und was da draus geworden ist, ist einfach absolut, absolut wild. Also falls ihr uns auch dran teilhaben lassen wollt, dann kommt doch bei uns ins Discord und postet das doch hier in den Channel Zeigt mir eure Rigs rein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge oder in einem anderen Video im Kommentarbereich. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ciao, Kakao. Bis Densen.